Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Werkzeugaufnahme in Sprutkamm einbaut, einbindet. Es handelt sich dabei um, wie ihr unten seht, die HSK F360 ER16. Wir möchten die nachbauen, deswegen habe ich im Rhino schon mal eine kleine Skizze vorgefertigt, habe den Messschieber ausgemessen. Die muss jetzt nicht alle Phasenmaße müssen exakt stimmen. Habt da jetzt mal ein bisschen mehr Zeit investiert, um das zu machen. Wäre ganz schlau, dass man sich vorher so eine Skizze macht, weil das, was man als nächstes macht im Sprutkamm, dafür braucht man immer die Maße, die jetzt kommen. Um im Sprutkamm einen Werkzeughalter zu erstellen, muss man erstmal das Sprutkamm geöffnet haben. Dann brauchen wir eigentlich nichts außer diese Oberfläche, das heißt, das Maschinenmodell muss richtig ausgewählt sein, gehe ich mal davon aus. Und da geben wir einen Doppelklick drauf. Es öffnet sich das QKR60 Maschinenparameter. Hier finden wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, also eine Reiter, Einstellung, Maschine, Werkzeugbibliothek, spezielle Projektinfos. Wie ihr seht, wir brauchen die Werkzeugbibliothek und wir gehen unten auf Adapter. Hier seht ihr schon, hier ist eigentlich schon das Modell drin. Das ist aber die HSK ER25. Den habe ich schon angelegt gehabt. Wir haben auch schon den 16er drin. Nicht ganz so filigran wie er hier ist. Wir versuchen das heute mal so schön hinzubekommen. Das hier ist in der Gruppe ist wichtig, dass man sie noch auf Halter umstellt und nicht auf Adapter, weil es ist ja ein Halter. Wir haben jetzt hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hier zum Beispiel auf dem Plus wollen wir eine neue Aufzeichnung einfügen. Machen wir jetzt mal, dann steht neu. Wenn wir die wieder löschen wollen, können wir einfach auf Minus gehen. Die Liste wird immer daraus gelöscht, was gerade angegeben ist. Wenn ich jetzt der auf Minus gehe, ist mein HSK ER25 weg, möchte ich nicht, sonst muss ich ihn wieder nachbauen. Ich habe sonst noch Sägeblatthalter drin und diverse andere, die waren schon vorgespeichert. Wir machen auf jeden Fall einen neuen. Und hier in diesem Feld sehen wir den Halter. Wir können den auch in 3D anschauen. Wir können hier zoomen, verkleinern, Ansichten wählen. Wir können auch verschieben. Und 3D können wir auch hier entweder über diesen Button oder Rechtsklick, wie man das bei Sprutkamm ein bisschen gewöhnt ist. Möchte ich dann wieder eine Perspektive festlegen, kann man das entweder hier über das Feld machen, vorne, oben, unten, oder mittlere Maustaste, das Mausrädchen drücken. Und das kennt man ja auch aus Sprutkamm. Gut, dann fangen wir mal an. Der Fräser ist schon drin, das ist so ein Standardfräser, wird reingeleert. Der Anpassungswert erkläre ich euch später. Wir kümmern uns jetzt mal um diese Zeile. So, dann schauen wir uns mal die Zeile hier genauer an. Was bedeutet das eigentlich? Die 34, damit fängt der Halter unten an. Das heißt, wir bauen den Halter von hier unten nach oben auf. Das kann ich euch mal zeigen. Wenn ich jetzt hier 28 hinmache, wird die Phase unten ein bisschen steiler. Die untere Phase hier ist jetzt steiler geworden. 0 ist der Abstand vom Nullpunkt bis zum nächsten Breitenmaß. Das heißt, wenn ich jetzt den da 5 gebe, seht ihr, es fängt, also ich quasi, hier sieht man es nicht, es läuft auf die Spitze aus hier, geht 5 mm hoch auf die 28, die davor stehen. Ist ein bisschen verwirrend am Anfang. Aber wenn man das System mal hinter das System gelangt ist, dann weiß man Bescheid. 40 ist quasi der nächste Ring hier und der ist 4 mm vom Nullpunkt weg. Ja. Dann kommt nochmal ein 40er Ring, der ist hier oben und der ist 69 mm von diesem Punkt zu diesem Punkt weg. Dann kommt ein 63er Ring, der soll erstmal so stehen bleiben. Der ist 0, der bleibt einfach so. Und dann kommt nochmal ein 63er Ring und der ist 26 mm von hier weg. Und so weiter und so fort. Ihr seht, man muss nur die Reihenfolge verstehen, dann ist das kein Problem. Wir löschen jetzt mal die Zeile und haben am Schluss nur noch den Fräser. Dann gehen wir direkt ans Eingemachte. Und zwar fangen wir an. Wir überlegen uns mal hier die Maße. Wir schauen uns die Maße natürlich genau an. Wir beginnen mit dem Ring hier. Zoomen wir mal rein. Der ist 26. Der hat eine 2 mm Phase hier dran. Wir haben hier eine Rundung, die werden wir nicht machen. Weil das geht, glaube ich, gar nicht. Bin mir gar nicht sicher, ob man eine Rundung einbringen kann, aber man kann eine Phase reinmachen, das reicht uns ja auch.
Das heißt, wir starten mit der Zahl 26, machen einen Strichpunkt und wir wissen, wir wollen eigentlich nichts in die Höhe machen, deswegen gehen wir auf 0. Hier ist jetzt unser Ring. Das heißt, der wieder Strichpunkt, das nächste Maß ist quasi 30 mm. Strichpunkt und hier gehen wir 2 mm nach oben. Das ist eine 2 mm Phase, 45 Grad. Wissen wir, dass das alles 2 auf 2 ist, ne? Sehe, hier ist die schon. Wunderschön. Strichpunkt. Wir gehen hin. Das nächste Maß bleibt 30. Und wir bleiben auf 0. Ja, es passiert jetzt erstmal nichts, weil hier einfach nochmal ein zusätzlicher Ring drin liegt. Jetzt gehen wir wieder hin. 30 machen wir jetzt. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, jetzt müsst ihr kurz aufpassen, weil das habe ich nicht bemaßt, aber wir können es schnell bemaßen. Und zwar habe ich ja den Radius hier, die 6 mm nicht bemaßt. Ich habe die 73,5 genommen, aber die 6 mm nicht. Das heißt, wir gehen hier rüber und wissen, 73,5 minus 6 sind 67,5. Das heißt, wir gehen hier hin und machen 67. 5. Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Punkt 5. Strichpunkt. Irgendwas hat er gemacht, ne? Ob das jetzt die 67,5 sind, werden wir herausfinden. So, jetzt haben wir ja die 30 plus die 6. Das heißt, wir sind auf 42. Das heißt, 42 Strichpunkt 6. So, das ist unsere Phase jetzt. Das ist quasi jetzt dieser Radius hier. Die nächste Breite wäre dann, müssen wir mal nochmal schauen, die habe ich auch nicht bemaßt. Das ist natürlich sehr klug von mir, aber kein Problem. Wir nehmen uns das Maß raus. Das sind 63. Also gehen wir hin, Strichpunkt 63, Strichpunkt 0. Lassen wir es so. Wir machen hier die 0,5er Phase, die hier dran ist, lassen wir weg. Beziehungsweise, wenn wir die jetzt machen wollten, müssten wir hier 62 ändern, 0. Der nächste Schritt wäre 63, 0,5. Dann wäre der nächste Schritt, das wird ja spannend, das wird eine lange Zeile, dann wäre der nächste Schritt wieder 63. Und dann haben wir die 7,5 ist es nicht. Wir haben hier das Maß hier. Haben wir das Maß aufgeschrieben. Das ist das, das ist das. Dann müssen wir es auch noch rausmessen, aber auch kein Problem. Wir gehen auf die Bemaßung im Rhino. Na, so wollen wir es nicht. Wir wollen das hier. 5,9. Das heißt 63, 5,9. So, dann hätten wir, hier machen wir diesen Abstand, machen wir nicht. So wollen wir jetzt nicht kleinlich sein. Aber wir gehen innen rein und schauen uns mal das Maß an, was da innen drin ist. 55. Das heißt, wir machen jetzt einen Ring mit 55. Und die Höhe von 1 mm. Hier haben wir diesen 1 mm. 1 mm. So sind wir jetzt drin. Dann machen wir jetzt nochmal einen Ring mit 55 und einer Höhe von 4 mm. Das haben wir hier, diese 4 mm. Ich mache mal die Skizze nochmal groß. 4 mm. Vier Millimeter. So, haben wir es jetzt gemacht. Dann müssen wir jetzt wieder raus von da. Und zwar gehen wir jetzt auf wieder die 63 und 1 mm. Sehr gut. Weiter geht's. Jetzt müssen wir hier das Maß nehmen. Das sind 12,9. Das heißt 63
Schauen wir mal, was passiert, wenn wir 12,9 eingeben. Ja, sehr gut. Das heißt, hier jetzt wieder auf 62, 0,5, Phase dran. Jetzt gehen wir auf 36. 36, hier wieder 0, da wollen wir erstmal nicht. Und dann gehen wir, das ist der letzte Schritt, meines Wissens nach, 38, nee, Quatsch. 38 wäre es vorne gewesen. Seht ihr, da hat sich 38,3 sogar. 38,3, 0. Und hier sind wir auf 36 und das ist die Höhe 25. So. Schaut eigentlich ganz gut aus, ne? Relativ schnell. Das ist unser Werkzeughalter. Den können wir eigentlich so einspeichern, weil der ist schon fast schöner als den, wo ich vorher gemacht habe. So, jetzt sehen wir unseren fertigen Halter hier und wir sehen dieses schwarz-weiße Bällchen. Das ist quasi unser Nullpunkt, also da, wo der Halter eingesetzt wird. Jeder hat ja ein anderes System. Unser Roboter-System, der KUKA, der läuft genau auf diese Kante hier, wo ich jetzt mit der Maus bin. Und da ist eigentlich 0. Das heißt, dieser Ball muss nach unten gesetzt werden. Das ist jetzt dieser Anpassungswert. Da müssen wir jetzt schauen, dass er nach unten kommt. Wenn ich jetzt da 26 eingebe, seht ihr, ist er ein bisschen zu weit drunter. Und bei 25 sollte er eigentlich genau da oben sitzen. Perfekt. Deswegen habe ich jetzt immer mit 25 eingestellt. Das sollte richtig sein, weil sonst habt ihr, ja, sonst könnt ihr nicht richtig fräsen. Ne? Wenn da jetzt 26 steht, habt ihr über einen Millimeter Aufmaß oder ihr seid zu tief oder zu hoch, ne? Je nachdem, was ihr da einstellt. Gut, bitte daran denken, das sollte stimmen. Jetzt wollen wir den Fräser speichern. Ne? Wir haben den ja jetzt neu gemacht hier. Wir können unten eine Anmerkung geben. Wir nehmen den jetzt neu, weil wir übernehmen den jetzt als den alten. Ich schreibe ihn trotzdem neu rein. Also ich gebe dem jetzt Namen. HSK F 63 ER 16. Oh, das R machen wir groß. ER 16. HS Mainz, dann übernehmen wir das auch. HS Mainz. Fräs. Halter. HSK F 63 ER 16. Dann müssen wir das F auch noch wegmachen. Groß schreiben. Ich mache jetzt da gerade noch eine kleine Zahl hinten dran, beziehungsweise für ein H für Halter. Ich habe ja schon einen drin. Daher will ich den nicht verwechseln. Gut, jetzt können wir einfach auf OK drücken, der ist gespeichert. Jetzt gehen wir mal hin und machen spontan einfach mal einen Fräsgang rein. 2D-Kontur, wählen Fräser aus. Hier seht ihr wieder, also das kennt ihr vielleicht schon. Das ist die Fräserbibliothek bzw. Werkzeugbibliothek. Und hier können wir auch den Namen auswählen, der Halter, den wir benutzen. Im Moment ist mein ER25, den ihr vorher schon gesehen habt, drin. Hier seht ihr das auch. Wir wollen jetzt unseren neuen. Und der müsste eigentlich da sein. Und wenn er nicht da ist, dann ist er nicht gespeichert. Das wäre doof. Müssen wir nochmal schauen. Das da ist er, das H hat er nicht übernommen, habe ich gerade gesehen. Ich habe nochmal nachgeschaut, habe Pause gedrückt. Das hier ist er. Und da seht ihr es auch schon, unseren wunderschönen Halter mit allen Phasen und Ecken und Kanten. So, Vorteil ist, wenn man jetzt den genauen Adapter hat, man hat einfach Sicherheit bei Kollisionen. Ne? Um zu können, Adapter ein bisschen größer sein. Das wäre schon ganz angenehm, wenn man hier den richtigen Adapter draufsetzt. Es sieht auch ein bisschen besser aus, wenn ich den jetzt einlade. Den nehmen wir jetzt einfach mal, den 20er Wendenblatt lassen wir raus. Wir nehmen mal einen 5 mm Einschneider drauf. Und dann schauen wir uns mal die Frässpindel an. Ne? Jetzt ist er noch nicht drauf. Warum ist er jetzt? Hier ist er jetzt drin. Ah doch, das ist er. Wird noch nicht so detailgetreu dargestellt. Aber jetzt seht ihr, das ist unser Halter, den wir gebaut haben. Der ist wichtig,
Somit können wir jetzt auch uns vorstellen, wie das Teil in Wirklichkeit drauf sitzen muss, und wir können eigentlich auch 1 zu 1 abgleichen, wenn wir rüberschauen zur Fräse oder zum Roboter, wie der aussehen muss. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ihr habt es verstanden. Sonst wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis dann.